Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay zu Project Cars 2. Wie bereits schon in den letzten Malen erwähnt oder in den letzten beiden Gameplays erwähnt, wurde ich ja vorzeitig vor dem Release nach Frankfurt eingeladen, um das Ganze mal antesten zu dürfen. Jetzt hier mal mit dem Straßenfahrzeug, genauer gesagt mit dem McLaren 720S auf der Azur Coast. Die Strecke gab es auch schon im ersten Teil, allerdings bin ich die im ersten Teil nie gefahren. Das war tatsächlich für mich die absolute Premiere, das hier zu fahren. Ich bin die weder im Vorfeld auf dem Event schon gefahren oder sonst was, und ich habe gedacht, ja, ich mache jetzt mal noch einen Roadcar für euch und so eine Roadstrecke. Ich bin die tatsächlich noch nie gefahren, deswegen bin ich dementsprechend etwas vorsichtig am Anfang gefahren und am Ende dann etwas, ja, ein bisschen übermütig gefahren. Das wird man dann auch merken, das heißt, ein kleinere Rempler an die Leitplanke müsst ihr mir dann verzeihen, aber im Großen und Ganzen hat man trotzdem schon mal ein bisschen Eindruck von den Straßenfahrzeugen sammeln können. Die waren nämlich im ersten Teil doch zum Teil, finde ich, sehr, sehr anspruchsvoll zu fahren, was hier dann doch deutlich einfacher ist, deutlich nachvollziehbarer ist. Das hat mich auch sehr positiv gestimmt, dass eben halt nicht nur die Rennfahrzeuge oder wie jetzt die GT-Fahrzeuge, die schon im ersten Teil sehr gut performt haben, hier weiterentwickelt wurden, sondern auch eben alle Fahrzeuge weiterentwickelt wurden. Und das ist natürlich daran auch geschuldet, dass die Fahrphysik generell überholt wurde. Und das ist auch wieder ein sehr, sehr positiver Punkt. Auch hier kann ich eigentlich nur das betonen, was es schon beim letzten Mal zu sagen galt. Es ist ein sehr, sehr positiver Eindruck, der mich hier rauslässt. Und ich bin doch tatsächlich sehr positiv gestimmt auf diesen zweiten Teil. Und ja, alles Weitere muss man tatsächlich abwarten. Ich denke mal, es wird noch eine Möglichkeit geben, auf der Gamescom das Ganze nochmal antesten zu können. Und kann ich dann vielleicht nochmal direkt von der Gamescom nochmal ein bisschen vielleicht ein finales Fazit ziehen. Ansonsten lasse ich euch mit den restlichen Metern hier alleine. Diesmal ein etwas kürzeres Gameplay, aber nichtdestotrotz nicht ansehnlich. Ciao, uhi!